einfach auf Standard-Fashion-YouTuber angelehnt. Wahnsinn! Und damit einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr könnt dem Titel entnehmen, es gibt heute ein How to Style Loafer Video oder ein 5 Loafer, 5 Outfits Video. Es kommt im Endeffekt auf selbe hinaus. Ich zeige euch 5 verschiedene Paar Loafer, die ich habe, und das war's dann. Natürlich zeige ich euch auch dann zu jedem dieser Paar Schuhe eben ein Outfit, wie ich Loafer momentan trage, weil, um jetzt das Wort Loafer nochmal zu sagen, momentan sind diese Art von Schuhe meine Lieblingsschuhe. Fangen wir mit dem ersten Outfit an, und für das erste Outfit habe ich mir die Toga Virilis Loafer rausgesucht. Ein ganz standardmäßiger schwarzer Loafer mit einem weißen, ja, Spanneinsatz, mit der Besonderheit, dass wir darauf eben Western Details haben, diese Schnalle vorne, hinten auf der Ferse. Für dieses Outfit habe ich mich eben für eine Levi's 501, eine Vintage Levi's 501 entschieden. Helle Waschung, schön sommerlich, aber locker leger. Darauf ein Uniqlo Tanktop. Ich hoffe, ihr könnt die Farbe jetzt richtig übers Video sehen. Es ist so ein mintgrünes, dezent grünes Hemd mit einem Vintage Paisley Muster. Länge ist perfekt, die Arme sind schön puffig, also schön, schön locker auch eben. Es ist so locker leger, könnte aber auch locker mal bei einem Date mit den Freunden abends beim Trinken für ein bisschen sommerliches, schickes Restaurant getragen werden. Also ein guter Allrounder, und das eben, ja, sehr simpel. Kommen wir von diesem einfachen, sommerlich hellen Look auf einen etwas Vintage-inspirierten Look, mehr in die 70er Jahre gehend. Da haben wir ein anderes Paar Schuhe, und zwar den Prada Loafer, den mittlerweile jeder Influencer hat oder haben muss. Komplett schwarz, mit der großen Besonderheit, dass er aussieht wie ein Schulmädchenschuh und hat halt eben dieses Prada-Emblem auf der, auf dem Fußspann. Sehr schöner Schuh, relativ dicker Absatz, und den trage ich mit einer braunen Vintage-Hose. Also die ist Secondhand gekauft, tatsächlich für 16,90 Euro gegönnt. Darauf auch wieder weiße Stance-Socken, ein weißes Uniqlo-Tanktop und einen Kurzarm-Cardigan von Nanushka. Wie gesagt, ein Vintage-inspirierter Fit funktioniert, finde ich, mit den Schuhen super gut, weil es eben dieses Retro-Gefühl umso mehr rüberbringt. Ja, das zum Zweiten. Um das Ganze noch einen Schritt weiterzuführen, kommt noch eine dritte Art von Outfit, und zwar Loafer mit einer kurzen Hose. Ich kann es selbst kaum glauben. Die Standard Doc Martens Adrian Loafer, also der Tassel Loafer in dem ganz dunkelroten Colorway. Sieht schwarz aus jetzt vielleicht in dem Licht, aber der ist eigentlich in so einem Cherry ganz dunklen Rot. Darauf trage ich eine kurze Hose von The North Face, was ja eigentlich gar nicht passt, was ein kompletter Stilbruch ist, mit weißen Stance-Socken wieder hochgezogen, einem Tanktop wieder und obendrauf dann eben ein Saturdays NYC Hemd, das finde ich eben super dazu passt. Hält diesen Schwarz-Weiß-Look. Durch die goldenen Applikationen im Hemd hat es nochmal so einen kleinen, ja, so einen kleinen Hingucker, so ein bisschen auffällig. Nimmt so ein bisschen die Aufmerksamkeit von der Schuh-Socken-Hose-Kombination weg. Und insgesamt ist es ein relativ simples Outfit, das aber auf jeden Fall auffällig ist. Weiter geht es mit dem vierten Outfit, und das sind Loafer, die habt ihr auch schon mal gesehen. Stüssy, Doc Martens Kollaboration von, ich meine, 2017 oder 2018 in dem weiß-schwarzen Colorway, im Gegensatz zu den Toga Virilis eben einmal genau umgekehrt. Der ist im Prinzip wie der rote Doc Martens von eben, nur nicht mit Tassel, sondern als normaler Penny Loafer, ohne Penny. Den trage ich mit einer ganz standardmäßigen Dickies 874, ein weißes Uniqlo T-Shirt ohne alles. Und dann ein Vintage Blazer in einem gelblich, creme, blau, schwarz. Es funktioniert, das ist so ein Vintage-Chic, so ein uncool eigentlich, das dann aber eben trotzdem cool aussieht. Ich hoffe, ihr könnt meinem Gedankengang folgen. Perfektes Outfit, um meine Freundin zu einem Essen einzuladen. Und ich meine, wenn ich da so ankomme, ich meine, dann ist ja klar, dass danach noch ein Dessert drin ist, oder?
Ja, und wenn es dann mit meiner Freundin nicht geklappt hat, wenn sie sich davon nicht hat beeindrucken lassen, dann muss ich die schweren Geschütze ausfahren. Und das ist der Dior Loafer, der Dior Chunky Sohle Loafer mit dem hellen Oblique-Monogramm oder eben Oblique-Muster. Habe ich mir im Rahmen der Dior Travis Scott Cactus Jack Summer 22 Fashion Show bei der Fashion Week in Paris gegönnt. Den trage ich hier mit einem Vintage-Anzug, den ich in London gekauft habe. Ihr merkt schon, Mr. Worldwide ist hier höchstpersönlich. Bisschen schicker, wird durch den Vintage-Faktor dann auch eben aufgelockert. Wenn ich jetzt in einem modernen Anzug hier stünde mit den Schuhen, das wird wahrscheinlich nichts aussehen. Von daher ein Vintage-Anzug. Ein bisschen zu groß, also oversized, mit einem relativ unauffälligen Muster, das dann eben durch diese Chunky Loafer, die ja mehr Fashion sind als Opa-Schuhe, also sie sehen von der Form schon aus wie so ein Opa-Loafer, sind dann aber eben, weil es Dior ist, weil es ein bisschen frischer von der Sohle geschnitten ist, auch eben, ja, sehen dann auch eben cool aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen fünf Outfits fünf hoffentlich sehr unterschiedliche Outfit-Ideen rüberbringen. Alle Loafer sind eigentlich jetzt grundlegend verschieden, können verschieden getragen werden. Natürlich könnte ich in den Outfits jetzt auch die Loafer austauschen, aber ich denke, ich habe jetzt für die jeweiligen Loafer das für mich beste Outfit eben ausgesucht. Lasst mich gerne mal wissen, wie ihr zum Thema Loafer steht. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann bei hoffentlich einem nächsten Skate-Video oder einem Fashion-Video. Wer weiß, das Leben ist eine Überraschung. Und von daher gerne abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich liebe euch. Muah.